Bossong ist heute bei mir zu Gast, eine ganz junge Autorin und Dichterin. Erst Mitte 20 und du hast schon zwei Bücher herausgebracht, geschrieben, sind von dir veröffentlicht worden. Und zudem bist du schon mit mehreren Preisen ausgezeichnet worden. Ja, eigentlich nur mit einem Preis, aber so Stipendien, die laufen dann ja auch immer noch so unter Halbpreisen. Ja, schön, dass du da bist, Nora. Ja, Ich ich freue freue mich mich auch. sehr. Und zwar, du bist ja bekannt dafür, sehr fleißig zu sein. Ja, und hast du heute schon was geschrieben? Ja, eine Hausarbeit. Eine Also Hausarbeit. nicht eine ganze, aber eine Teil. Ja, du studierst noch, ne? Du hast Genau. irgendwie im Literaturinstitut in Leipzig erstmal studiert und Genau. jetzt hast du noch ein weiteres hinzugefügt, ein weiteres Studium. Wie schreibst du denn dann, wenn du studierst, so fleißig? So fleißig studiere ich ja nicht. Ich habe dann immer so einmal im Semester so einen Anfall, dass ich alle Hausarbeiten schreiben muss. Und dann schreibe ich die halt. Die sind auch, glaube ich, zum großen Teil nicht so sonderlich gut, weil ich immer so wenig Zeit dafür habe. Also es ist schon, dass die meiste Zeit fürs Schreiben, also fürs Schreiben an Büchern, an literarischen Texten drauf geht. Und das andere ist eher. Und wie schreibst du? Wie muss man sich das vorstellen? So jeden Tag konsequent ein paar Stunden oder eher mal, wenn dich die Muse küsst? Nee, schon eher konsequent jeden Tag. Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass ich gerade an einem Roman arbeite und ich einfach, um den Überblick zu behalten, jeden Tag dran sitzen muss. Weil wenn ich jetzt 2 Wochen Pause mache, was ich gerade wegen der Hausarbeiten tue, muss ich mich wieder vollkommen reinfinden und weiß wieder nicht, was passiert jetzt nochmal genau auf Seite 35 und was muss dann auf Seite 60 dementsprechend passieren. Und deswegen ist es für mich wichtig, jeden Tag dran zu sitzen, jeden Tag dran zu arbeiten, weil es mir sonst zerfasert. Es gibt ja so Leute, die dann immer sich mit ihrem Laptop ins Café setzen und dort schreiben. Gehörst du dazu oder eher so im stillen Kämmerlein? Café eher selten, Bibliothek manchmal, weil man da nicht so abgelenkt ist von Telefonanrufen und dergleichen. Aber jetzt gerade eigentlich hauptsächlich zu Hause. Ja.